Liebe Fasnächterinnen und Fasnächter, wir freuen uns, euch die Narrenmesse Willisau 2016 zu präsentieren. Folgende Firmen haben die Reportagen auf deinem Fernsehen für unsere Region erst ermöglicht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ein herzliches Willkommen. Sie können Platz nehmen. Liebe Festgemeinde, sehr verehrte Lernwillige und Bildungshungrige. Ich heiße Sie hiermit herzlich willkommen zu unserem Festgottesdienst anlässlich des Jubiläums 70 Jahre Volkshochschule Willisau. Es ist uns gelungen, als Festredner den bekannten Historiker und Ordinarius des Instituts für Karnöphologie der Enzi-Loch-Universität Fontane, Herrn Professor Dr. Stefan Eigenmann, zu gewinnen, der uns nun in die Zeit des 15. Jahrhunderts entführen wird. Thomas, du nervst. Hört doch mal mit dem Seich auf. Entschuldigen Sie, liebe Festgäste, mein Kollege Thomas Heim ist mal wieder am Durchdrehen. Also man könnte gerade meinen, es sei Fasnacht. Ja, das Gerät ist mir anvertraut worden vom Herrn Professor Eigenmann. Ich bin heute sein persönlicher Assistent. Das ist eine Zeitmaschine, Martin. Wir reisen zurück ins Mittelalter, habe ich mir sagen. Sagen wir, aber das ist doch ziemlich aufwendig. Also warum braucht er jetzt für seinen Vortrag auch noch eine Zeitmaschine? Ja, der Professor Eigenmann weiss, was unsere verehrten bildungshungrigen Leute hier in Willisau brauchen, wenn sie das merken, was dann gegangen ist im Mittelalter. Und da hat er gesagt, er will sich eben gut Metzler, wenn er hier vor euch steht und da sein Referat präsentiert zum Jubiläum, oder? Aha, er will sich gut metzlern. Ja gut, dann Herr Professor, darf ich doch bitten. Merci. Der Pfarrer Martin hat es schon gesagt, das Motto vom Festvortrag lautet das 15. Jahrhundert. Ich möchte das Motto als roten Faden durch die ganze Fasnacht
auch hier wieder aufnehmen. Wir sehen in dieser Epoche vom Spätmittelalter an der Schwelle zur Neuzeit extrem widersprüchliche Tendenzen. Es ist noch kaum absehbar, welche Entwicklungen sich schlussendlich durchsetzen werden. Wohin die Reise geht, wird erst viel später klar. Ich steige gerade ins erste Thema ein, die Verbreitung von Wissen. Analog zu der heutigen Zeit, wo es für uns seit wenigen Jahren selbstverständlich ist, jederzeit im Internet nach beliebigen Informationen zu suchen, hat es im 15. Jahrhundert eine ganz ähnliche, wichtige Entwicklung gegeben. Mit der Einführung vom Buchdruck wird eine Medienrevolution ausgelöst und die Verbreitung von Information und Wissen im grossen Stil überhaupt erst ermöglicht. Zusätzlich werden viele Universitäten gegründet. Bildung ist somit nicht mehr ein Privileg von ganz wenigen. Nehmen wir ein paar konkrete Beispiele. Thomas, jetzt kommt die Zeitmaschine in Einsatz. Mhm. Kannst du uns bitte ins Jahr 1467 schicken? Vom ersten Buchdruck. 1467, wir sind angekommen dort. Der Arnold Panatz und der Konrad Sweinheim gründet die erste Druckerei in Italien. Ein Jahr später, ich mache jetzt den Zeitsprung gerade selber, stirbt Johannes Gutenberg in Mainz. Er war der Erfinder des modernen Buchdrucks. Sally Martin, schau, meine neue Bibel ist heute Morgen mit dem Boten von Mainz direkt hergekommen. Das macht mir Freude. Schau, jetzt kann ich für mehr Bibel lesen. Lass mal sehen. Aha. Sauber. Gut gemacht. Also schreiben die Mönche in Mainz so schön? Das ist, denke ich, nicht mehr von Hand geschrieben. Das ist Buchdruck. Das war gestern gewesen, von Hand geschrieben. Heute tut man drucken. Bücher drucken, ganz viele Bücher. Ja, du bist ja so der richtige Trendsetter. Aber sag mal, kannst du dir so eine Bibel überhaupt leisten? Das hat doch sicher ein Vermögen gekostet. Ja, das ist mit dem neuen patentierten Gutenberg-Druckverfahren. Viel billiger als die teuren Schreibmönche in ihren Stuben innen. Einfach kurze Buchstaben in die Druckerpresse hineinlegen, Seiten drucken, und zwar nicht nur eine Seite, sondern man kann ganz viel drucken. Das gibt ganz viele Bibeln. Das ist super, viel günstiger. Und in allen, die Leute können sich so eine Bibel heimnehmen oder heimlesen, sie müssen gar nicht mehr Gottesdienst hören. Du, also was soll's? Ich meine, ich gucke eh lieber Video. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Erfindung Auswirkungen hat. Fragen wir doch Stefan Kalivers, den Chefredaktoren des Willisauer Boten. Kalli, kannst du mal kommen? Ja? Ja. Du, Stefan, jetzt sag mal, wie war das bei euch auf der Redaktion, als alle noch mit Buntstift am WB gezeichnet und geschrieben haben? Also in Schönschrift, Kalligraphie. Und wie lange habt ihr gebraucht, um dann so eine top-aktuelle Neuigkeit unters Volk zu bringen? Ja, das kann man sich nicht mehr vorstellen heute. Da sind wir 100 Mann gesehen, also nur Männer selbstverständlich. Es sind auch alles Mönche gesehen beim Willisauer Bot. Eine sehr katholische Zeitschrift. Und in dieser Zeit, und unsere Werkstatt war im Vatikan unten gesehen, das steht heute noch, dort beim Bahnhof, oder? Und der Chefredakteur ist etwas sehr wie ein Papst. Oder? Und dann haben wir oben links angefangen. Und wenn du Fehler gemacht hast, hat es nicht etwa Tipptext gegeben oder die Leittaste, sondern hast einfach von vorne wieder müssen anfangen. Und es ist einfach alles ein bisschen viel länger gegangen. Aber die Zustellung war eigentlich damals schon sehr gut gelöst gewesen. Wir haben das mit Briefpost gemacht. Und Start- und Landeplatz war im Grabenweg, gewesen, wo heute die Überall steht.
Aha. Aha, ja. Und was bedeutet die Erfindung des Drucks, also zum Beispiel für Politik und Gesellschaft? Also wenn ich dich zu deinen Ressorts fragen darf, denn, oder anders gefragt, wer gerät durch den Druck unter Druck? Ja, eben der Papst und die ganze Kirche natürlich. Das sind die Einzigen, die ihn können lesen und schreiben vorher. Und wo das Volk auch davon die Bibel selber anschaut. Die Bibel war das erste Buch, später auch andere Sachen. Dann haben sie dann gemerkt, das ist vielleicht gar nicht so richtig, was der mir da erzählt hat. Und wir können es noch ein bisschen anders sehen. Und das war natürlich ein Auslöser von der Demokratie, kann man sagen. Es sind dann auch Leserbriefe gekommen, natürlich. Die kommen heute noch, oder? Wo das ganz genau anschaut. Und, also, wie viele Personen haben ihr zum Beispiel für den Seppi angestellt gehabt? Für den Seppi haben wir natürlich eine ganze Truppe gehabt, die ihn persönlich ein bisschen unterstützt hat. Er tut ja nicht nur schreiben, auch zeichnen, oder? Und das ist immer sehr schön gewesen, die Leserbriefe. Mhm. Und er arbeitet ja heute eigentlich noch im Prinzip immer noch wie vor dem Gutenberg. Also, dass das quasi handschriftlich abgibt und mit einem schönen Bild alle zusammen. Also bei ihm ist das noch nicht ganz durch, aber wir arbeiten. Wunderbar. Gibt es auch etwas, was man durch den Druck nicht mehr unterdrücken kann? Ja, eben. Die Leute, sobald die Leute können anfangen lesen, haben sie sich selber eine Meinung bilden. Vorher ist es einfach gesagt worden von der Kirche oder von der Obrigkeit. Und diesen Druck kann man natürlich nicht mehr so ausüben. Und wenn man es manchmal noch probiert, ist natürlich das ein Demokratisierungsprozess gewesen, ganz klar. Ja, da sage ich vielen Dank, ja, bitte schön. Stefan. Und mit diesen bewegenden Antworten, dann drucksen wir jetzt zurück zu Professor Eigenmann. Merci. Ich bitte den Thomas gerade noch mal rasch an die Zeitmaschine. Wir springen ins Jahr 1459. Merci. Eben, wir sind im Jahr 1459 und die Basler, also der Rat von Basel, die wollen eine eigene Universität gründen. Der Rat ist beim Papst aktiv geworden und hat sogar noch vor Freiburg können den Betrieb von der Universität aufnehmen. 1477 ist die Gründung von der Mainzer Universität durch den Erzbischof Dieter von Isenburg stattgefunden. Und wie wir sehen, ist ein richtiger Konkurrenzkampf um die Gründung von Universitäten entstanden. Die Verbreitung von Information und Bildung hat dann eben eine grosse Auswirkung auf die Gesellschaft gehabt. Universität Prag bewilligt. Universität Wien bewilligt. Universität Köln bewilligt. Scheint mir kein Ende zu nehmen, Martin, mit diesen Universitätsbewilligungen. Die neuen Hochschulen schiessen wie Pilze aus dem Boden. Der Heilige Vater nimmt ein grosses Risiko auf sich. Er vergibt die Bewilligung einfach zu leger. Ob das so gut ist für unsere Gesellschaft, Martin? Es braucht auch Menschen, die unsere Welt erforschen. Sie entdecken, was Gott in dieser Welt alles geschaffen hat. An diesen Universitäten, da kommen bildungshungrige Lehrer und Schüler zusammen. Und ihr großer Verstand wird neue Zusammenhänge finden. Mhm. Ja, neue Zusammenhänge. Wir wissen schon viel. Man sollte doch eigentlich das Wissen, was wir haben, bewahren. Man sollte das auswendig lernen. Das ist doch schon genug, oder? Gott hat den menschlichen Geist doch zum Forschen und Entwickeln geschaffen. Wer die Welt begreifen will, wird diese Universitäten besuchen, wird dorthin gehen, dort studieren. Und das soll so gut sein, wenn sie studieren. Die stellen plötzlich andere Fragen. Fragen, die noch nie jemand gestellt hat. Und wenn sie anders fragen, stellen sie plötzlich das in Frage, wo jetzt ist. Alles, was wir aufbauen haben, das Wissen, das Weltbild, das kommt plötzlich zum Einsturz, wenn sie noch ganz anders fragen. Also ich glaube, das ist nicht so gescheit. Das ist eher dumm, wenn wir da die Universitäten bewilligen. Weißt du, das ist ja so wie bei den Architekten. Weißt du, welches das die sichersten sind? Nein.
die Dummen. Weil denen fällt nichts ein. Die können gut bauen. Ja, dann tun wir halt einfach eben am Heiligen Vater vertrauen und weiterfahren mit diesen Bewilligungen. Jetzt kommt die Universität Basel, bewilligt. Universität Freiburg, bewilligt. Volkshochschule Willisau. Moment. Ja. VHS Willisau bekommt diese Bewilligung noch nicht. Entschuldigung, also diese maßlosen Hinterländer übertreiben wieder mal. Ja, die haben doch schon eine Hochschule. Also der Antrag der Volkshochschule wird erst einmal zurückgestellt bis 1946. Also Bildung in allen Ehren, aber so viel müssen sich die Willisauer auch nicht einbilden. Und mit dieser Enttäuschung nun zurück zu Professor Eigenmann. Merci. Jetzt werden neue reformatorische Glaubensrichtungen populär. Anfänglich war die Bewegung im Versuch, die römisch-katholische Kirche zu reformieren. Viele Katholiken waren beunruhigt durch das, was sie als falsche Lehre oder Missbrauch innerhalb der Kirche angeschaut haben, besonders in Bezug auf Ablassbrief. Ein weiterer Kritikpunkt war die Käuflichkeit von kirchlichen Ämtern, was der gesamte Klerus in Verdacht von der Korruption gebracht hat. So ein Reformator war der Jan Hus. Er ist Rektor der Prager Universität und christlicher Theologe, Prediger und eben auch Reformator. Die katholische Kirche hat versucht, die reformatorischen Veränderungen zu unterbinden. Dafür sind teilweise recht unzimperliche Methoden zum Einsatz gekommen. Thomas, kannst du uns bitte in die Zeitmaschine nach 1415 schicken? Merci. Also wir sind jetzt ins Jahr 1415 gesprungen, ein bisschen retour. Und in diesem Jahr ist Jan Hus während dem Konzil von Konstanz hat er seine Lehre sollen widerrufen und das hat er nicht gemacht. Und wegen dem ist er auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Ihm ist zwar vor dem Konzil freies Geleit garantiert worden, trotzdem ist er dann hingerichtet worden. Und das hat die vorher schon vorhandenen Spannungen noch zusätzlich angeheizt. Das alles hat zu dem Hussitenkrieg geführt, wo von 1419 bis 1436 gedauert haben. Es entstand massive Konflikte, ja sogar grosse Religionskriege, mit vielen Opfern auf allen Seiten. Die Konflikte haben sich über mehrere Jahrhunderte hingezogen. Ein weiteres Beispiel. Nochmal bitte Zeitmaschine, wir gehen ins Jahr 1431. Sind wir 1431 angekommen. In diesem Jahr hat ein Inquisitionsprozess und dann die Hinrichtung von der Jeanne d'Arc, also von der Jungfrau von Orléans, stattgefunden. Die Inquisition hat vom Anfang vom 13. Jahrhundert bis zu ihrem Verschwinden Ende vom 18. Jahrhundert gewirkt. Sie hat hauptsächlich als Instrument der römisch-katholischen Kirche zur erleichterten Aufspürung, Bekehrung oder Verurteilung von Heretikern und Ketzern dient. Allerdings ist die Inquisition häufig auch von weltlichen Machthabern zur Beseitigung von politischen Gegnern oder anderen in Misskredit geratenen Personen missbraucht worden, indem man die Opfer durch Verrat an die Inquisition ausgeliefert hat und sie so hat können beseitigen. Genau so ist es mit der Jeanne d'Arc passiert. Und zwar im Kontext mit den komplizierten Auseinandersetzungen vom 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich, wo bis 1453 gedauert hat. Es ist in diesen langen kriegerischen Phasen, kurz zusammengefasst, darum gegangen, dass die englische Krone versucht hat, ihren Anspruch auf den französischen Thron mit Waffengewalt durchzusetzen. Das ist eine verrückte Sache, da ist man angeklagt und nachher muss man noch seinen eigenen Stuhl noch selber hertragen. Thank you.
Oh. Angeklagter, Sie werden hiermit beschuldigt, wesentliche Teile des Glaubensbekenntnisses zu leugnen. So zum Beispiel die Allmacht Gottes. Aber stimmt das? Nein, Herr Richter, nein. Nein, das ist alles erlogen, erstunken, erlogen. Ich bin dann, ein guter Christ, bin ich. Dann glauben Sie also, dass Gott einen schweren Stein erschaffen kann. Ja, natürlich glaube ich das, ja. Ja. Dann glauben Sie auch, dass Gott einen Stein so schwer machen kann, dass ihn keiner mehr heben kann. Ja, selbstverständlich, Gott kann alles, ja, ja. Dann glauben Sie auch, dass Gott einen Stein so schwer machen kann, dass er ihn selber nicht mehr heben kann. Ja, sicher, ich glaube, denke ich, ich bin ein Gläubiger. Hallo. Sie haben soeben die Allmacht Gottes geleugnet, indem Sie behauptet haben, Gott könne einen für ihn zu schweren Stein nicht heben. Oh, da hätte ich mich falsch verstanden. Dafür verurteile ich Sie zum Tode. Nein, ja. Der hat mich falsch verstanden. Ja, ja und nein verwechselt. Ja, weil nein sagen. Das kann er nicht. Nein, Gott kann das nicht machen. Der kann nicht so einen Stein. Jetzt bitte, sagen Sie ja oder nein? Nein. Sie haben soeben die Allmacht Gottes geleugnet, indem Sie behauptet haben, Gott könne einen für ihn zu schweren Stein nicht erschaffen. Dafür übergebe ich Sie da dem Henker. Nein, bitte, mehr. Noch letzte Frage, bitte. Eigentlich frage ich hier und Sie haben nichts zu fragen. Aber gut, Sie haben ja einen letzten Wunsch frei. Möchte ich nicht so sein, bitte fragen Sie. Also, hören Sie, ich bin Millionär. Und jetzt habe ich eine Frage. Ja? Was passiert mit meinem vielen Geld auf dem Bankkonto, wenn ihr mir da am Henker übergebt? Ach, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Nee, also das wird mit diesem Todesurteil automatisch in meinen Besitz übergehen. Und seien Sie sicher, ich werde ganz persönlich für alle Ausgaben besorgt sein. Also, das ist ja wirklich die Höhe, also. Aber jetzt, ich kann nichts machen. Hätten Sie sonst noch eine Frage? Ja, warum fragen Sie eigentlich dir nur mehr gern? Eigentlich dürften Sie ja nicht fragen, aber da ich eben jetzt Millionär bin, kann ich mir's leisten. Wenn Sie da meinen, also, ob ich diese Frage, die ich Ihnen gestellt habe, da mit dem Herrgott und dem schweren Stein, ob ich diese Frage selber beantworten könnte? Nämlich schon, ja. Nein. Aber muss ich ja gar nicht, ich frage ja nur. Sehen Sie, mein lieber Dummkopf, wer fragt, der führt. Und der Depp ist der antwortet. Und falls Sie noch weitere Fragen hätten, dann wenden Sie sich bitte an Professor Eigenmann. Und falls der blöd antwortet, Zida nimmt ihn gleich mit. Ja? Hiermit zurück zu Professor Eigenmann. Merci, ich hoffe, dass ich jetzt das noch einen Moment lang überlebe da. Und der Thomas natürlich auch, weil wir brauchen ihn noch für die Zeitmaschine. Und jetzt folgt auf die Reformations- oder auf die Reformversuche im Grossen und im Kleinen, wo mehr oder weniger erfolgreich gewesen sind, kommt jetzt die richtige, also die grosse Reformation. Und zwar musst du uns bitte ins Jahr 1483 verschieben oder bewegen. Merci, wir sind im 1483. In diesem Jahr ist der Martin Luther geboren. Er ist der bekannte Reformator und Begründer der evangelisch-lutherischen Kirche. Ausgewirkt hat sich seine Aktivitäten natürlich erst im 16. Jahrhundert. Und jetzt gehen wir rasch ein bisschen ins 16. Jahrhundert. Und da hat es im Rahmen der Reformation einen sogenannten Bildersturm gegeben, wo ein protestantischer Mob in der Überzeugung von der religiösen Rechtschaffenheit Bilder, Skulpturen, Kirchenfenster und so weiter gewaltsam aus den Gotteshäusern entfernt und vieles von dem zerstört hat.
Es wird eine schöne Messe. Kerzen sind eben sehr feierlich. Und je mehr Kerzen, desto feierlicher. Es kann ja nicht feierlich genug sein. Und Sie wissen ja, weniger ist oft mehr. Also je weniger Platz, desto festlicher. Ich muss jetzt Nachschub holen. Zwei Kerzen auf dem Tisch, nein. Vier Kerzen. Ja, meine, das sind hier im Gottesdienstraum, aber in der Kirche. Hä? Es sieht dann daraus in der Rumpelkammer. Das ist nicht der Materialraum, Martin. Ja gut, ich lasse ihn mal machen, mal schauen, wie das rauskommt. Er wird schon wissen, was er... Ein Kerzchen lassen wir ihm. Er ist ja katholisch, oder? Ja, also nein. Das so geht das nicht, Martin. So können wir, das gibt keine feierliche Messe. Nicht einmal meine Bibel hat Platz auf dem Tisch. Schau eins. Weißt du, wenn du jetzt da alles überstellst, das geht. Hey, was machst jetzt du da? Ja, ich tue mich da die Messe vorbereiten. Gottesdienst. Ich lese nachher das Evangelium, weißt du? Hier. Moment, meine Kerze. Was? Es kann doch nicht sein, dass wir auf dem Tisch keinen Platz haben für die Bibel, für Gottes Wort. Bitte, Thomas, geht's noch? Ich habe den Altar extra festlich geschmückt. Und schau, die Kerze, die hat doch den feierlichen Charakter unterstrichen. Also du, mit zwei, drei Ständern, das sieht es doch nichts aus. Wie sollen die Leute gottesfürchtig werden können, wenn sie nicht mit wuchtigen Bildern überrumpelt werden? Es wird überladen. Es gibt doch ein Chaos. Die Leute denken, es sei jemand Geburtstag, weißt du? Also, weißt du, Weihnachten ist nicht. Jesus hat noch nicht Geburtstag jetzt. Also, ich glaube, wenn ich mir das so anschaue, Martin, du bist auch eine Messi. Entschuldigung. Was hast du da jetzt so ein Problem mit einem Messi? Bei den vielen Messen, die ich feiere, darf ich ein Messi sein? Und Jesus war der Messias. Und dann hast du eins nicht vergessen, der Papst Franziskus ist Argentinier und Fußballfan. Der mag den Messi auch. Ja, jetzt mit der Bibel, wo soll ich da her? Ich muss Platz auf dem Tisch. Die kannst du da hinten auf die Seite stellen, tut mir das weg da. Das kannst du nicht auf die Seite. Also, ist das ein Affront sondergleichen? Die Bibel gehört in die Mitte vom Kirchenraum. Sie ist unsere Mitte da. Wir müssen nicht da die Kerzchen. Entschuldigung, hier geht es ums Ritual. Das Wort. Tradition. Ritual. Wort. Also ob wir beide die Mitte noch finden, mit dieser bewegenden Frage zurück zu Professor Eigenmann. Merci, wir lassen die beiden noch ein bisschen streiten unterdessen. Es findet in Europa auch viele Kriege ohne religiöse Begründung statt. Zudem zeigt sich eine erste Tendenz zur Bildung von Nationalstaaten. Jetzt kommt etwas ganz Neues, nämlich die Entdeckung von Amerika. Das hat völlig neue Perspektiven eröffnet. Parallel dazu werden der westeuropäische und später der atlantische Sklavenhandel massiv ausgebaut, der dann bis ins 19. Jahrhundert fortgesetzt worden ist. Wir haben also ein paar nennenswerte Eckdaten. 1492,
1492 eben die Entdeckung von Amerika. Und im gleichen Jahr hat Leonardo da Vinci eine Flugmaschine gezeichnet, hat also schon ans Fliegen gedacht. Und seit 1436 hat es eine portugiesische Niederlassung an der afrikanischen Westküste gegeben. Und die haben dort mit dem Sklavenhandel angefangen, wo dann eben später, wo Amerika entdeckt wurde, ist natürlich massiv ausgebaut worden ist. Sali Martin, ja, das ist schön, wieder mal ein Bier mit dir zu trinken, ja, ein bisschen zusammenzuhocken, weißt du, ein bisschen zu plaudern. Gibt es was Neues? Ja, man sagt, der Christoph Kolumbus sei nicht hinterhergefallen, er sei zurück. Nicht von der Erdscheibe hinten, aber. Also du meinst, der Typ, der mit seinem Segelschiff hat nach Indien wollen, hinterherum? Genau, ja, genau, der Spinner, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob man den als Spinner darf bezeichnen. Na gut, mutig war er, Mut hat er bewiesen. Schauen wir mal, was da als nächstes kommt. Ja, ein paar Bauern haben mir erzählt, es gäbe jetzt da die Herdöpfel, die man pflanzen könnte. Erdäpfel. Man muss sie so lange kochen. Und dann sind sie erst essbar. Vorher sind sie eben noch giftig. Ich habe immer noch zu meinem Bier am liebsten Fleisch und Brot. Also ich bleibe beim Rösti. Aber ich habe mir sagen lassen, innovative Wirte, die hätten sogar schon den Kartoffelsalat entwickelt. Das schmecke gut. Sag mal, was meinst du mit den Erdöpfeln? Ließ sich da vielleicht auch mal später so etwas wie Pommes frites machen? Ja, die Leute sind am Entwickeln. In Zürich sind sie ziemlich ungeduldig. Da hat es auch schon Leute gegeben, die mit einem scharfen Messer probiert, die rohen Erdöpfel zu essen. Stellt euch vor, rohe Erdöpfel essen, das ist eben giftig. Man muss die so lange kochen, das ist eben kein Fastfood. Und so denke ich, die Herdöpfel, ich glaube, das wird nichts, weil eben, wir sind viel zu ungeduldig. Und wenn sich die Leute vergiften mit diesen Herdöpfeln. Du, jetzt aber noch was anderes. Da gibt es ja aber auch Menschen in dieser neuen Welt. Indianer nennt sie der Kolumbus. Mhm. Und die sollen eine dunklere Haut haben als mir. Scheinbar sogar ganz anderer Körperbau und was da so erzählt wird. Ah, das sind die auch. Die habe ich letzte Woche auf dem Stadtplatz in Luzern haben sie die vorgeführt. Ja, die haben nicht einmal Kleider angehauen. Sie so an Seile, an Stricken haben sie so am meisten bietend verkauft. Also man könnte meinen, es sei ein Fehmerit. Also. Ich frage mich also, warum geht die mit den Indianern so um? Ja, gut, ich meine, muss man mit denen menschlich umgehen? Weil es ist doch noch nicht einmal sicher, dass diese Indianer uns gleich sind und eine Seele besitzen. Ja, und solange das nicht bewiesen ist, kann man es halt als billige Sklave brauchen. Also sind es überhaupt Menschen auf unserem Niveau? Haben die überhaupt eine Kultur? Oder wenn man es auf den Punkt bringt, gibt es in Amerika überhaupt einen McDonald's? Mit dieser bewegenden Frage zurück zu Professor Eigenmann. Wir haben jetzt ganz widersprüchliche Tendenzen gesehen, mit teilweise erschreckenden Auswirkungen. Wir können erst heute, ca. 600 Jahre später, beurteilen, was daraus geworden ist, beziehungsweise welche Entwicklungen sich nachhaltig durchgesetzt haben. In Europa ist sehr viel Positives erreicht worden. Die konfessionellen Spannungen im Christentum sind überwunden. Die beiden streiten jetzt nicht mehr miteinander. Bildung für alle ist für uns selbstverständlich. Die Verfügbarkeit von Information und Wissen für alle ebenso. Der Sklavenhandel ist schon länger abgeschafft. Gleichberechtigung von Mann und Frau ist unbestritten. Und Begriffe wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sind seit der Französischen Revolution bekannt und haben in der Phase der Aufklärung grosse Verbreitung und Akzeptanz gefunden. Wichtige Kennzeichen der Aufklärung sind Vernunft als universelle Urteilsinstanz, der Kampf gegen Vorurteile, Hinwendung zu den Naturwissenschaften und religiöse Toleranz. Wir stellen fest,
dass sich die für unser Verständnis positiven Ansätze in den letzten 600 Jahren fast ausnahmslos durchgesetzt haben. Es ist viel erreicht worden. Tragen wir diesen Errungenschaften Sorge, weil neue und grosse Herausforderungen auf den Plan treten. Heute wollen wir aber gemeinsam in dieser ökumenischen Armes die Errungenschaften feiern. Wir freuen uns, dass es uns ermöglicht wird, den Anlass musikalisch und inhaltlich maßgeblich mitzugestalten. Ich komme nochmal auf die Vernunft zu sprechen, wo eben seit der Aufklärung das wichtigste Thema ist. In der fünften Jahreszeit können wir sie manchmal bewusst ablegen und uns teilweise recht unvernünftig benehmen. In der Fasnacht wird die Zeit vor der sechswöchigen Fastenzeit ausgelassen gefeiert. Die Zeit ist klar befristet und endet am Aschermittwoch. Geniessen wir also die kurze Zeit und heute besonders die Städtli-Fasnacht miteinander. Herr Professor, vielen Dank. Wir sind jetzt in der Fasnacht 2016 angekommen und dürfen das jetzt mit einer schönen Rhapsody in Blue hören. Miteinander können wir jetzt auch etwas teilen und geben. Und da bitte ich jetzt den Zunftmeister Stefan, gib uns da einmal bekannt, wen wir mit der Kollekte heute unterstützen. Jawohl, Kollekte habe ich vorgeschlagen für die Heimstätte Bärau. Der Grund ist, meine Schwester hat unter anderem einen autistischen Sohn, wo in der Heimstätte Bärau lebt. In der Heimstätte Bärau werden Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen sinnvoll beschäftigt und gut betreut. Und wegen dem ist das mein Vorschlag, die Heimstätte Bärau zu unterstützen. Merci. Wir beten jetzt auch noch
ganz persönlich mit unseren Fürbitten. Ich darf diejenigen von euch jetzt auch ans Mikrofon bitten, die eine solche Fürbitte vorbereitet haben. Lieber Gott, wir würden uns freuen, wenn nicht nur die kommerziellen Gedanken nicht immer die einzige Entscheidungsgrundlage wird sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Gott, mich würde es freuen, wenn wir wieder mehr auf die inneren Werte schauen würden und nicht noch oberflächlicher werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Gott, mich würde es freuen, wenn während der Fasnacht die Leute lernen, miteinander umzugehen und zu reden, wo sich im Alltag sonst eher ausweichen. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Gott, mich würde es freuen, wenn Meinungsverschiedenheiten am Verhandlungstisch und nicht auf dem Schlachtfeld ausgetragen werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Gott, mich würde es freuen, wenn mir neue Ideen nicht einfach mit Vorurteilen begegnet, sondern uns offen mit denen befassen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, das und was uns sonst auch noch ganz wichtig ist, im Inneren bewegt, das wollen wir dir anvertrauen. Und wir vertrauen darauf, dass du unser Sorgen und Bemühen um Menschlichkeit, Frieden und Gerechtigkeit, um Fairness im Leben ernst nimmst, dass es uns so auch gelingt, dann wirklich fröhlich zu leben. Dafür danken wir dir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Stefan, darf ich dich noch bitten für das Organisatorische vom heutigen Tag, wie es weitergeht? Jawohl, merci. Ihr seid jetzt alle herzlich zum Apéro von der Kanöffelzunft eingeladen. Und zwar wegen dem Wetter findet der nicht auf dem Kirchenplatz statt, sondern in dieser Alphütte. Das Holzalphütte, das auch auf dem Kirchenplatz steht, findet dort innen statt. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr auch möglichst viel von euch nachher an der Städtli-Fasnacht mit uns zusammen den Tag feiert, an Umzug. Können wir schauen oder einfach ein bisschen mitmachen. Merci vielmals, schönen Tag. Und wir dürfen euch jetzt noch den Segen mit auf den Weg geben für einen gesegneten Sonntag, für eine schöne Städtli-Fasnacht. Der Herr sei mit euch. Liebe Fasnachtsgemeinde, geht in den Tag hinein von Städtli-Fasnacht mit Mut, Kraft und Liebe füreinander und für euch selber. Dabei seid der Segen von Gott mit euch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden. Amen. Und so begleite er euch mit seinem Segen, Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Der Beitrag über die Narrenmesse Willisau hat nur dank folgenden Firmen realisiert werden. Sie haben dabei einheimisches Kulturgut unterstützt. Herzlich ein Dankeschön.